Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat in deutlichen Worten auf die kritischen Äußerungen von Uli Hoeneß zur neuen Führungsmannschaft des BVB reagiert, ihm fehlt in dieser Angelegenheit der Durchblick. Wir haben genau einen Berater. Der heißt Matthias Sammer, stellte Zorc im Gespräch mit dem Kicker klar. Hoeneß hatte gemutmaßt, der BVB müsse aufgrund der Vielzahl von Beratern schon fast einen Gelenkbus einsetzen, um diese zu transportieren. Bei Sammer reiche allerdings aufgrund seiner körperlichen Konstitution ein Smart, entgegnete Zorc augenzwinkernd. Der langjährige BVB-Manager bemängelte zudem die Chancengleichheit in der Bundesliga. Die wirtschaftlichen Unterschiede sind einfach zu groß, um mit den Bayern mitzuhalten, sagte der 55-Jährige. Wenn ein Club 200 Millionen Euro mehr Umsatz hat als der andere, wirke sich das unweigerlich auf die Mannschaft aus. Diese Spanne sei zwischen Top-Clubs in anderen Ligen nicht so groß. In England gibt es 5 Clubs in einer ähnlichen Größenordnung, in Spanien mindestens 2, sagte Zorc. Der gebürtige Dortmunder wünscht sich dennoch mehr Widerstand in Spielen gegen München. Wir als Borussia Dortmund fahren dorthin, um zu gewinnen, als Hauptkonkurrenten um die Champions League-Plätze, nannte Zorc RB Leipzig 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen und den FC Schalke 04, wobei Leipzig natürlich die nötigen finanziellen Ressourcen habe. Zorc lobte die Sachsen zudem für die Verpflichtung von Trainer Julian Nagelsmann. Ab 2019 Zorc kündigt harte Hand des BVB gegenüber Streikprofis an. Der frühere Mittelfeldspieler sieht aber auch den BVB dank den Neuzugängen Axel Witzel, Tianjin Kanchi in China und Thomas Delaney, Werder Bremen, besser aufgestellt. Wir waren nicht robust genug. Mit den beiden Jungs erwarte ich, dass wir mehr Widerstand leisten, sagte er. In Bezug auf Witzel, der als Königstransfer des BVB gilt, berichtete Zorc von dem einen oder anderen wirklich großen Mitbewerber aus England. Der belgische WM-Star habe sich jedoch eindeutig für den Wechsel nach Dortmund entschieden. Durchaus ein Ausnahmefall, so das BVB-Urgestein, machen wir uns nichts vor. Das Gras der Spieler geht am Ende zu den Vereinen, die die höchsten Ablösesummen zahlen können und die attraktivsten Gehälter bieten. Zorc erneuerte seine Ankündigung, künftig mit harter Hand gegen Profis wie Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang vorzugehen, die sich in der vergangenen Saison vom BVB weggestreikt hatten. Der Mannschaft gegenüber haben wir klar kommuniziert, so wie Dembele oder Aubameyang verlässt niemand mehr den Club, so Zorc. Er gab zu, dass die Querelen um die beiden Stars negative Auswirkungen hatten in die Mannschaft und in die Fanszene hinein.